Du hast immer so schön, mein linker Platz ist leer. Wer gerne mitdiskutieren möchte. Ich schmeiß einfach mal statt ISIS einfach mal ISIL in den Raum. Weil so hieß die Organisation zu Anfang. Islamischer Staat im Irak und im Levante. Jetzt kennen die meisten Hamburger Levante nur von der Einkaufspassage. Aber der Herr Levante ist ein anderer. Das Levante letztendlich ist ein Gebiet, was Syrien umfasst. Korrigiere mich, wenn ich was Verkehrtes sage, was den Staat Israel umfasst, also Palästina. Was Teile des Irak umfasst und was Syrien umfasst. Und dort soll halt ein Staat eingerichtet werden. Komischerweise, oder es gibt dann Parallelen. Aufzeichnungen, in denen genau dieses Gebiet als Groß-Israel auch bezeichnet wird. Der Gedanke, der dann durch den Kopf geht, ist halt, ist da vielleicht auch diese ganze Organisation Vorwand, um dieses Gebiet irgendwo in Aufruhr zu bringen und dann ja, Truppenkräfte reinzubringen, um da was im Sinne eines israelischen Staates zu bewirken. Weil diese sogenannten Verschwörungstheoretiker, zu denen ich jetzt ja seit dem NDR-Bericht auch dann offiziell zählen darf, die dann sagen, dass eben Familien wie Rothschild, Rockefeller etc. Zionismus dahinter steht. Ja, ich weiß, sag was werden dann gleich dazu. Aber eben der Zufall, dass eben dieses Levante damit reingebracht wird, aber jetzt immer wieder weiter unten fallen gelassen wird. Ja, danke. Levante, das stimmt, das ist auch richtig. Und auf Russia Today und anderen Seiten oder Voltaire Network liest man auch immer noch gerne ISIL. Und das mit der Levante, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt. Und ich würde gerne, ich glaube, es hängt auch alles damit zusammen, wie kam es überhaupt zu diesem islamischen Staat? Was steckt dahinter? Und wie kommt es, dass sie sich so schön an die Grenzen von Irak und Syrien jetzt neuerdings halten und da nicht drüber gehen in andere Länder? Naja, lass uns einfach mal zurückgehen und überlegen, was ist die Vorgeschichte von ISIS und und nur am Rande, die Abkürzung ISIS, die in den westlichen Medien gebräuchlich geworden ist, die wurde das erste Mal von der amerikanischen Regierung benutzt, also von Barack Obama, als er sich hingestellt hat und gesagt hat, die ISIS, das ist unser neuer Feind. Und das sind die Bösen. Das kam dann, als sie Mosul eingenommen haben. Und seitdem heißen sie nicht mehr ISIL, sondern ISIS. Und jetzt heißen sie ja IS oder was auch immer. Und das hat, glaube ich, nichts mit dieser Göttin ISIS zu tun. Aber okay, zurück zu den Ursprüngen. Der Irak, ja, das ist ja ein besonderes Land. Ne? Das wurde jetzt schon so oft mit Krieg überzogen. Da gab es den Golfkrieg, den Irakkrieg im Jahr 2003. Und Fun Fact am Rande, der Irak ist das meistverstrahlteste Land auf dieser Erde. Stärker verstrahlt als Tschernobyl oder Fukushima. Und das wissen die meisten Leute ja gar nicht, weil unsere tollen NATO-Soldaten da eben erstmals im Golfkrieg mit Uranmunition geschossen haben, auch wieder im Irakkrieg. Da ist es auch das sogenannte Golfkriegssyndrom, wo es ja bis heute keine offizielle Erklärung gibt, woher das kommen könnte. Aber naja, das nur so am Rande. Und der Irak wurde immer mal wieder zerbombt. Die Leute müssen inzwischen auf dem Westen so einen Hals haben. Ich weiß, ich hätte ihn, wenn mein Land jetzt schon zum wiederholten Mal zerbombt worden wäre und dann immer wieder auch im Irak diese extremistischen Rebellengruppen ausgebildet wurden und benutzt wurden und dann von dahin nach Syrien eingeschleust wurden. Irak ist ja weiterhin unter US-Kontrolle. Also zumindest so halbwegs. Jetzt haben sie ja den IS. Und ja, das heißt, also im Irak ist definitiv einiges an Hass, den man ausnutzen kann, um die Leute zu eben diesen Extremisten zu machen. Und nachdem die den Iraker den
nachdem die Amerikaner den Irak eingenommen hatten, haben sie ja diese alte Rivalität zwischen Schiiten und Sunniten ausgenutzt. Und ich komme immer durcheinander, welche sind. Aber die haben dann eben genau einen anderen Präsidenten eingesetzt, als es vorher war. Und haben dann die andere Gruppe wieder entmachtet. Ich glaube, das war, die haben die Schiiten eingesetzt und die Sunniten entmachtet. Und die Sunniten haben dann halt diese Terrorgruppe Islamischer Staat unter anderem gegründet. Jetzt ist eine Frage, die uns aufgeworfen wird. Die haben jetzt so einen großen Teil vom Irak eingenommen, unter anderem mehrere Ölfelder. Aber war der Irak nicht eigentlich unter US-Kontrolle? Wie konnte das sein? Was meinst du? Also, wenn man davon ausgeht, was verschiedenste Medien oder Quellen ja berichten, dass halt diese Kampftruppen IS aus der Al-Qaida-Organisation hervorgegangen sind und die Al-Qaida aus verschiedenen Quellen wieder nachweislich, was eben auch vorhin schon gesagt wurde von Hillary Clinton wortwörtlich, dass die Al-Qaida eine CIA-Organisation ist, es ist ja wenig erstaunlich, dass die halt nicht angegriffen werden, weil den eigenen Kämpfer anzugreifen, damit Friendly Fire quasi Platz zu machen, macht dann ja irgendwo auch keinen Sinn. Also dort, denke ich mal, geht es gar nicht. Auch diese Fokusgeschichte, dass eben auf ein Kampfgebiet da fokussiert wird und der große Zusammenhang halt selten dargestellt wird und den meisten Menschen aber auch schwer zu vermitteln ist. Dass es halt da um geopolitische, geostrategische Dinge geht und nicht um einzelne Punkte, die halt da beleuchtet werden. Aber da haben wir vielleicht auch jemanden, der eine Meinung dazu hat oder Informationen dazu hat. Meldet euch gerne, kommt nach vorne. So. Guten Abend, mein Name ist Ludwig. Ich habe hier letzten Mal doch auch schon mal was dazu beigetragen. Ich wollte doch mal was berichtigen. Die besagte Uranmunition ist bereits schon im Jugoslawienkrieg damals verschossen worden. Da gibt es einschlägige Videos im Internet, auch genügend Beweise. Selbst Schröder, Altkanzler, hat öffentlich zugegeben, dass es ein Angriffskrieg war, ohne UN-Zustimmung. Das, wie gesagt, das sind alles Fakten, die man wie gesagt, in den deutschen Medien auch wie gesagt, nachverfolgen konnte. Worum geht es eigentlich in Syrien? Also ich fange mal beim Irak an. Irak ist, wie gesagt, das war damals der Hussein, wie hieß er da? Ja, er hat ja früher den ersten Krieg gegen Iran, da wurde er von den USA unterstützt, drum und dran. Eigentlich waren sie ganz gut mit den USA, bis er festgestellt hat, dass der Dollar nicht das ist, was er sein soll. Er ist nicht unterlegt und er hat verlangt praktisch für seine Ölressourcen, die er an die USA verkauft, dass diese mit Gold bezahlt werden. Das Gleiche hat natürlich auch Libyen, der Herr Gaddafi versucht. Wie das alles geendet ist, haben wir ja gesehen. Im Grunde genommen ist es so, dass es, wie gesagt, eine gewisse Finanz- und Wirtschaftselite gibt, die sich rauskristallisiert, also die sich selbst ernannt hat, Bilderberger oder wie sie auch immer heißen mögen, deren Ziel wirklich ist, halt die Welt zu beherrschen, vor allem die Ressourcen. Alles, was wir jetzt sehen, ist wirklich nur ein Krieg um Ressourcen. Das wurde damals schon im Ersten Weltkrieg, als auch im Zweiten Weltkrieg versucht, Hitler, wie gesagt, die Welt zu unterjochen, unterwerfen, um, wie gesagt, über die Menschheit die volle Kontrolle zu erlernen. Mittlerweile haben wir ja die blutigen Bilder gesehen, angefangen von der False-Flag-Aktion 11. September, wo drei Türme zusammenstürzen, zwei nur getroffen werden. Das war der Beginn, um Afghanistan wegzubomben. Wie gesagt, auch mit Uranmunition. Man hat dort die Kinder, die man heute sieht, die zur Welt kommen, wie gesagt, verstümmelt und, und. Dann ging es, wie gesagt, zum Irak. Die Chemiewaffen oder Giftwaffen werden heute noch gesucht. Danach war Libyen dran. Dann hat man, wie gesagt, alles unter dem Deckmantel des Regimeschädens, also Staatsputsch, wie in der Ukraine, auf die Leute geschossen, auf beide Parteien, damit diese sich gegenseitig aufreiben und der Konflikt entsteht. Nun muss man aber auch dazu sagen, das Gleiche sehen wir auch in der Ukraine.
Ja, in der Ukraine ist, wie gesagt, auch über, wenn wir hier Frau Nuland nehmen mit Fakel TOU und wenn wir diesen John Biden nehmen, der, wie gesagt, dort ja ganz groß im Fracking-Geschäft ist, zumindest sein Sohn ist dort in einem Konzern beschäftigt, dann taucht aber auch der Außenminister der USA auf, dieser John Kerry, der auch zwei ihm nahestehende aus dem Arbeitsbereich Personen als Lobbyisten in dem Konzern untergebracht hat. Also wie gesagt, sieht man auch in der Ukraine, dass es dort nur um Gas, Öl und geht. Natürlich weiß jeder, dass dort Faschisten an die Macht gebracht worden sind. Ja, die zum Teil, wenn man jetzt die Beträge liest, die da aus, von der EU oder von Deutschland aus überwiesen werden, dass da verdeckt Waffen geliefert werden und man Russland dann als Aggressor darstellt. Dann ist das schon sehr fraglich. Darf ich hier mal kurz einhaken? Ja, danke. Also ist schon richtig, es geht wirklich um Ressourcen und alles Mögliche und ich kann auch gleich nochmal was dazu sagen. Also ich wollte einen Punkt aufgreifen und zwar eben Libyen. Und wir haben eben ja schon etabliert, der Irak wurde natürlich völkerrechtswidrig vollkommen zerbombt und eingenommen von den USA und die wollten damals ihr Öl in Euro oder Gold verkaufen. Und jetzt gab es dann, und durch Afghanistan konnte man eine Pipeline zum Kaspischen Meer bauen, da Öl abzapfen, passt alles ins Bild der Ressourcenkriege. Frage ist, was jetzt mit Syrien ist. Und Syrien, naja, es gibt ein Problem, nämlich wenn Syrien und der Iran und Russland kooperieren, dann können sie eine Pipeline bauen, um das Öl von dem Iran zu verkaufen nach Russland und Russland hat ja selber was, oder auch nach Europa, ohne durch die US-kontrollierten Staaten durchzuwollen. Und da gibt es durchaus auch einige Staaten in Europa und einige Interessengruppen in Europa, die sich gerne von den USA unabhängiger machen würden. Das ist natürlich, muss man bedenken, ist alles, es ist nie homogen, es gibt immer auch Interessenkonflikte intern. Jetzt nochmal zum Punkt Libyen. Libyen ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn man heute den IS verstehen will. Denn in Libyen wurde ja das erste Mal seit längerer Zeit ein moderner Krieg geführt, in dem man eben nicht mit Boots on the Ground, mit Soldaten einmarschiert ist, sondern in dem man irgendwie Leute finanziert hat, die unglücklich waren mit der Regierung, in dem man dann Al-Qaida-Kämpfer eingeschleust hat, die Leute mobilisiert haben und gegen Gaddafi scharf gemacht haben. Und als sie dann weg war, dann waren da keine US-Truppen im Land, sondern die Rebellen haben angefangen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Und die NATO hat ja nur so ein paar Luftschläge gemacht und hat dadurch die libysche Regierung platt gemacht. Dann waren die geordneten Truppen von der libyschen Regierung weg und es waren verschiedene Rebellengruppen da, die angefangen haben, sich gegenseitig zu bekämpfen und Libyen wurde zum Failed State, wie man auch nachlesen kann. Libyen ist jetzt offiziell ein gescheiterter Staat, wo es keine ordentliche Staatlichkeit mehr gibt. Und einige von den Rebellentruppen sind nicht in Libyen geblieben, sondern die haben gemerkt, hey, hier ist nichts mehr zu holen. Gucken wir mal, was wir sonst noch machen können. Die hatten modernste Waffen von den USA, tolles Training. Die sind gegangen und sind in den Irak gegangen und haben gesehen, dass dort die Sunniten, glaube ich, unterdrückt werden und haben das ausgenutzt, sind zu den Sunniten gegangen und gesagt, hey, guck mal, lasst euch das von den Schiiten nicht bieten, schließt euch uns an. Ja. Und das Ganze wurde dann natürlich wieder ausgenutzt von der US-Regierung, um Diktator Assad eins auszuwischen. Die haben dann diese Idee vom ISIL, vom Islamischen Staat im Irak und der Levante gefördert und haben die Truppen über die Türkei nach Syrien eingeschleust. Und ich glaube, ich höre jetzt erstmal auf, bevor wir... Darf ich noch mal kurz was zu Syrien sagen? Also dieser Präsident Bashar al-Assad hat sich ja vor einigen Jahren war er gut befreundet mit John Kerry. Es gibt sogar Bilder, wo die beiden Familien zusammen beim Mittagstisch sitzen. Und da war er, wie gesagt, der gute Bashar. Und es ging eigentlich darum, dass Saudi-Arabien und Katar wollten eine Pipeline an die Südtürkei durch Syrien verlegen. Genau darum geht es. Bashar al-Assad hat aber, wie gesagt, dem nicht entsprochen. Und natürlich war er da der böse Bube.
Dann muss man aber auch dazu sehen, wer sich in der Region auskennt oder von dort kommt, dass Syrien über sehr große Wasserressourcen verfügt, was dort unten eine Knappheit ist. Und wie gesagt, das ist wieder zu erkennen, es geht nur um die Ressourcen, sei es um Wasser, sei es um Gas, sei es um Öl, um nichts anderes. Hillary Clinton wurde in den USA befragt, die Al-Qaida, kurz erklärt, die Al-Qaida wurde erschaffen, das war damals der Krieg Russland gegen Afghanistan. Die USA wollten, dass Afghanistan praktisch diese Al-Qaida Russland aufmischen, damit die USA den Rest macht und wie gesagt, also Russland dann eine Niederlage einsteckt. Russland hat sich zurückgezogen und für die Al-Qaida gab es eigentlich keine Aufgabe mehr. Außer, dass der Bin Laden dann die Türme gesprengt hat. Also wie gesagt, so viel. Hinterfragt, was euch die Medien, was euch die Medien auftischen, hinterfragt das. Das ist genauso jetzt diese Ebola, diese Panikmache. Ja? Alle Medien, Ebola, 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 dann hört man zum Beispiel aus den USA, dass sie seit 2009 ein Patent auf Ebola haben. Ich habe mittlerweile 2 Patentnummern, das gibt wohl verschiedene Stämme davon. Dazu muss man sich dann auch fragen, ich ziehe da schnell durch die Seite, ne? Dazu muss man sich dann auch fragen, warum bricht gerade so plötzlich Ebola dort aus in den afrikanischen Ländern? Erstens, in den Ländern, wo Ebola ausgebrochen ist, das sind Länder, die mit China Ölhandel betreiben. Dann kommt das nächste, warum entsendet die USA 3000 Söldner, auch Deutschland will Militär runterschicken, anstatt Mediziner und Medikamente, die wirklich dort gebraucht werden. Es gibt eine WHO, ich glaube, jeder hat davon mal gehört, die hat auch, wie gesagt, gewisse Befugnisse und darum geht es so annähernd. Wenn dieses Ebola zu einer Pandemie kommt, dann wird den Staaten, den Ländern eine Empfehlung ausgesprochen, sodass die Regierungen Notstandsgesetze erlassen können. Diese Notstandsgesetze, hört gut zu, die beinhalten auch Zwangsimpfungen. Das heißt, man kann sich dagegen nicht erwehren. Wer aus den USA mal von den FEMA-Camps gehört hat, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, einfach googeln, dann wisst ihr, was da los ist. Gut. Warte, das muss ich noch zu Ende führen. Und dann möchte ich dazu sagen, wie gesagt, dass die Weltgesundheitsorganisation hat, wie gesagt, laut Angaben der Weltorganisation sind in den westeuropäischen Staaten 7 von 10, also es bleiben noch 3 übrig, ja, man muss das natürlich krass machen, von fast 4000, ja, von 3 bis fast 4000, warum geben Sie keine konkreten Zahlen an? Es ist ganz einfach so, ich nehme mal zum Vergleich eine einfache Fluenza, eine einfache Grippe, die fordert im Jahr zwischen 250.000 und 500.000 Todesopfer. Natürlich sind die Todesopfer, die jetzt an Malaria oder Ebola sterben, auch tragisch. Ne? Aber wie gesagt, guckt nach der Realität, lasst euch von den Medien nicht belügen. Okay, das ist soweit, was ich einfügen wollte. Aber das passt auch genau gerade wieder, auch wenn es eigentlich in gar keinem Zusammenhang stehen mag, augenscheinlich. Passt es auch wieder an das Thema, was wir vorhin gerade hatten, mit der Angst. Also man versucht uns Angst zu machen. Immer nur Angst, 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 Angst. Und dann kommen die, ja, und dann kommen halt die vermeintlichen Rettungs- und Lösungsvorschläge. Und das ist eben auch wieder da, ISIS, Syrien ist wieder ein Punkt, Ablenkung. Und es gibt so ein Dreieck nachher, Ukraine, Syrien, Ebola und die Punkte werden halt genannt. Das Mikro. Ja, ich wollte eigentlich nur lediglich kurz meine Meinung loswerden und nochmal zum Herr, ich weiß nicht, wie der heißt, aber Sie haben vorhin noch gesagt, die Medien, das darf man nicht verallgemeinern. Es gibt einmal die Medien allgemein und einmal die westlichen Medien. Das darf man wirklich nicht allgemeinern. Sorry, also generell bin ich, okay, ich oute mich mal, ich bin Verschwörungstheoretiker, allerdings wurde eine Studie durchgeführt und da sind wir eigentlich ganz gut bei weggekommen. Okay, man soll seine eigene Studie selber fälschen, aber wie gesagt, warum gerade kommen die Verschwörungstheoretiker in dieser Studie gut weg? Weil ich, egal welcher Bericht, egal ob Stimme Russland, egal ob Wirtschaftsnachrichten, egal ARD, ZDF, ich hinterfrage, was die mir verkaufen wollen. Und das gleiche ich mit verschiedenen Medien ab und daraus bilde ich mir meine Meinung. Alles klar, so meine ich das. Alles klar. Dankeschön. Ja,
Das hatte ich eigentlich nicht vor hier. Ich wollte nur lediglich meine Meinung loswerden als Kurde, der in Deutschland geboren ist. Ich heiße Hakan Yildiz, bin 21 Jahre alt. Meine Eltern kommen aus dem Süden der Türkei, sind natürlich wie ich auch Kurden. Und ich war am Wochenende in Düsseldorf auf einer Demonstration, wo ca. 20.000, wenn ich mich täusche, 20.000 Demonstranten da waren und mit mir demonstriert haben. Und ich will einfach hier lediglich meine Meinung loswerden, wie wir bzw. mein Volk in Deutschland über diese ganze Situation denkt. So, ich persönlich glaube, dass der Westen lediglich interessenorientiert handelt. Man versucht nicht den Kurden in Schengal bzw. in Kobane zu helfen, sondern man guckt, was für einen Profit kann man daraus ziehen. Und so ist es auch. Okay, jetzt kommen wir mal zum Thema UNO, die Vereinten Nationen. Wann wird die UNO tätig? Weiß das hier jemand von Ihnen? Ich denke mal schon. Wann wird die UNO tätig? Wissen Sie das? Ja, wenn Menschenrechte verletzt werden. Jetzt frage ich Sie, werden Menschenrechte in Kobane, in Schengal verletzt? Eine ganz einfache Antwort darauf, ja, wird es. Wieso handelt Amerika nicht? Es heißt, Amerika hat über Nacht Stützpunkte in Kobane der IS angegriffen. Aber Todesopfer, Zahlen, gibt es nie was. Es gibt nie genaue Fakten darüber, was genau die US-Soldaten bzw. die Amerikaner gemacht haben, beziehungsweise was die Folge von einem Angriff war. Das wird in den Medien nicht propagiert. Es wird lediglich gesagt, es werden Menschen ersterben, IS-Truppen. Mehr wird gar nicht gesagt. Aber warum rücken IS-Truppen immer weiter voran? Warum werden immer größere Teile in Kobane von den IS-Truppen in Herrschaft genommen? Da passiert nichts. Warum nicht? So, weil Amerika bzw. der Westen, so auch Deutschland, entschuldigen, wenn ich jetzt Sie indirekt auch kritisiere, auch Deutschland, schaut nur zu und macht nichts. Es wird nichts gemacht. So, Deutschland muss es, die Augen müssen geöffnet werden. Ich meine, ich habe leider keine Zahl, wie viele Kurden in Deutschland wohnen. Aber wenn Deutschland sich für die Kurden einsetzen möchte, ich meine, wir Kurden sind doch auch ein Teil des Staates, richtig? Wir arbeiten auch, wir sind auch für wirtschaftlichen Fortschritt und stehen morgens auf, um zu arbeiten. Deutschland muss, die Augen müssen geöffnet werden. Deutschland muss sehen, okay, es gibt viele Kurden in Deutschland. Also versuchen wir diesen, den Bekannten, den Verwandten, Familie in Kobane, in Schengal zu unterstützen, aber es hat nichts gemacht. Und wollen Sie meine Meinung zu der Sache hören oder beziehungsweise wie es in der Zukunft weiterhin aussehen wird? Kobane wird vollständig übernommen und es wird nichts gemacht. Auch nicht von der Türkei, weil ich persönlich glaube, dass die Türkei Öl aus dem IS-Staat bekommt. Und deswegen würde Türkei nie auf die Idee kommen, den Kurden zu helfen. Vor allem den Kurden nicht. Jetzt noch, ich komme noch mal ganz kurz zum Thema PKK. So, seitdem ich ein Kind bin, hieß es bei uns, oder habe ich von meinen Eltern immer wieder gehört, die PKK hilft uns. Nur die PKK hilft uns, sonst tut keiner was. Augenblick bitte. Genau, in den Medien wurden die PKK lediglich als Terroristen dargestellt. Böse Terroristen, die nur für Chaos sorgen wollen. Es gibt hunderte, tausende Videos von PKK-Einheiten in den Gebirgen südlich Syriens, nördlich der Türkei, wo kurdische Männer und Frauen zusammen singen, tanzen. Es gibt Gleichberechtigung bei der PKK. Und deswegen frage ich mich einfach, wie die PKK als Terroristen dargestellt werden. Ich meine, wenn die PKK-Truppen sich nicht für die Kurden einsetzen, wer dann? Der Westen, Deutschland, Amerika? Ich sehe davon nichts. Es sterben immer mehr Menschen, aber es wird nichts getan. Dankeschön. Ja, möchtest du? Okay, dann mach du zuerst.
Also ich finde es toll, dass du hier so oft, dass du hier sprichst und dich dafür aussprichst. Ich finde es auf der anderen Seite allerdings auch keine Lösung, wenn Straßenschlachten stattfinden, dann zum Beispiel hier in Hamburg, um da Gewalt mit Gewalt zu beantworten. Und die zweite Sache, die mich so ein bisschen mit der Türkei da, warum da keiner eingreift, in meinem Kopf geht einfach rum, die warten jetzt so lange drauf, bis aus Versehen oder vielleicht mit Absicht auch mal eine Rakete auf türkischen Boden einschlägt. Dann haben wir nämlich den Verteidigungsfall, den Bündnisfall, dass die NATO nämlich dann eingreifen muss und dann komplett dort einmarschiert. Und vielleicht ist das der Plan hinter der ganzen Geschichte, das da so eskalieren zu lassen. Ja, und das ist ein guter Punkt. Wir kommen drauf. Es geht, Genscher hat ja gesagt, es geht nie um Demokratie oder Menschenrechte, es geht immer nur um Interessen. Und auch hier ist es wieder so. Für mich ist es so, dass die türkische Regierung da ganz groß mit drin steckt. Ich meine, man kann viel über Erdogan sagen. Er war letzte Zeit auch ein bisschen US-kritisch. Aber wenn man sich mal guckt, was es für Kritik gab. Erdogan hat zum Beispiel gesagt, ich rede nicht mehr mit dem Weichei Obama, bis er nicht den Assad wegschafft. Ja. Und es sieht mir so aus, dass sie wollen definitiv diese Pipeline durch Syrien in die Türkei. Und ob das jetzt unter dem Islamischen Staat geschieht oder unter einem demokratisierten Syrien, ist ihnen scheißegal, Hauptsache der Assad, der das blockiert, geht weg. Und natürlich haben die Türken auch Angst, hat der Erdogan auch Angst, dass er was von seinem Staatsgebiet an ein eventuelles Kurdistan abtreten müsste. Es gab ja schon diesen Plan von US-Strategen, Redrawing the Map of the Middle East, wo sie ein strategisches Kurdistan einrichten wollten, aber vielleicht haben sie es ja auch wieder anders überlegt. Die Kurden mussten auf jeden Fall viel mitmachen und die haben ein großes Mitgefühl. Und ich möchte auch gerne gleich deine Meinung dazu hören. Was ich noch sagen möchte mit der PKK, ich kann das total verstehen, wenn die Kurden sagen, hey, uns hilft keiner außer der PKK, also unterstützen wir die. Und ich weiß gar nicht, ich kenne mich damit nicht aus, was die wirklich machen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viel Gutes gibt, dass es auch einiges Schlechtes gibt und dass bestimmt einige Leute, einige Sunniten im Irak, sowas Ähnliches über den IS gedacht haben. Die haben gedacht, ey, die neue US-treue Regierung, die diskriminiert uns und niemand hilft uns. Jetzt kommt der IS und sagt uns, die helfen uns. Und da muss man natürlich immer vorsichtig sein, was dann daraus passiert. Und wenn dann daraus irgendwelche gewalttätigen Schlachten passieren, dann ist das natürlich nie gut. Und meine persönliche Meinung, was man jetzt tun sollte, das Erste, was man tun sollte, ist sagen, wir unterstützen nicht mehr die Staaten, die den IS unterstützen. Zum Beispiel Saudi-Arabien und Katar. Wir verkaufen denen immer noch Waffen und die schicken die dann an die IS und USA natürlich auch. Ganz oben dran steht die USA, die IS-Leute in Jordanien unter anderem erst ausgebildet haben. Also das ist zum Kotzen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, Erdogan. Also ich habe mich schon sehr viel über diesen Mann informiert, auf wirtschaftlicher Sicht ein Genie, hat sehr viel für die Türkei getan. Ich meine, man muss auch mal tolerant sein und als Kurde, sag ich mal, die Türken für etwas loben. Die Wirtschaft steigt und steigt, alles wird moderner. Ich war zuletzt zum Beispiel vor ca. 9 Jahren in der Türkei. Und ich sehe heute Bilder, wie es wesentlich moderner ist. Wie gesagt, auf wirtschaftlicher Sicht ist Erdogan ein Genie. Aber auf menschlicher Sicht ist das ein Schweinehund. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist lediglich ein Schweinehund, der auch nur interessenorientiert handelt. Wenn es nicht um Geld, wenn es nicht um Öl vom Islamstaat gehen würde, würde Erdogan so handeln? Nein, er handelt nur interessenorientiert. Und was ich noch kurz, habe ich vorhin vergessen, ich meine, jeder Mensch hat ein Herz, oder? Jeder Mensch hat ein Herz. Würde ich mal so sagen. Jeder Mensch hat Mitgefühl, Toleranz. Kann respektvoll sein, kann mitfühlen. So, seitdem ich mich erinnern kann, werden, oder auch schon natürlich davor, werden Kurden unterdrückt. Kurden wurden von Saddam Hussein unterdrückt. Es gab Giftgasangriffe auf Halabja. Ich weiß nicht, ob Sie das Ereignis kennen, wo Tausende Kinder, Frauen, junge Männer auf widerlichste Art und Weise gestorben sind. Dann kam die Türkei, die ganzen Schlachten im Süden der Türkei, im Gebirge in Syrien. Jetzt kommt der Islamstaat, kommen Fundamentalisten, die gar nicht wissen, was gut und was falsch sind, fangen an, irgendwelche Kinder, Frauen zu vergewaltigen, abzuschlachten. Es wird nichts getan. Wo bleibt die UNO? Menschenrechte werden verletzt. Man sieht es doch, Menschenrechte werden verletzt, aber es wird nichts getan, rein gar nichts. So, weil die Wirtschaft zählt, das Geld zählt. Was anderes wird nicht gesagt. Ja.
tut mir leid, mehr kann ich dazu nicht sagen. Mein Frieden verabschiedet ist. Ist immer die Frage, wie neutral ist die UNO und wessen Interessen vertritt die UNO da wirklich? Also, dass das keine neutrale Organisation ist, ich denke mal, also, mir ist das klar. Wir auch! Wir auch! Wir auch. Danke. Ich habe jetzt erstmal ein paar Sprüche. Der eine ist bekannt. Er heißt ungefähr so: deutsche Waffen, deutsches Geld töten überall auf der Welt. Also wir müssen schon bedenken, obwohl wir jetzt freie Menschen sein wollen und sind, es gibt ein Gebilde, ein Machtgebilde, das heißt NATO. Und dahinter stehen einige wirtschaftliche Clans, eine bestimmte Art des Denkens und eine Kultur. Seit ungefähr 1000 noch was Jahren ist eigentlich Westeuropa ständig im Krieg mit Osteuropa, mit Russland. Es ist eigentlich so ein vererbter Krieg, weil früher haben die Oströmer und die Weströmer auch immer Konflikte gehabt. Und das geht noch auf einen Konflikt zwischen Griechen und Römer zurück. Ist eigentlich so ein traditioneller Kampf. Ungefähr seit 1200, wo die Portugiesen in China waren, also seit ungefähr 1200 denkt die westliche Elite oder denken westliche Köpfe darüber nach, wie die eigentlich mit China handeln sollen. Weil China, ungefähr um 1900 haben amerikanische Gelehrte gesagt und geschrieben, wenn man jetzt auf das Land schaut, auf die Bevölkerung, auf die Kultur, das wird in ein paar Jahrhunderten oder in einem Jahrhundert unser großer Feind. Und wie frei wir auch sind, wir leben in einer Kultur, in einem Land, wo wir eigentlich ständig damit gefüttert werden, durch Hollywood, durch die Medien, dass jetzt eigentlich im Osteuropa die große Bedrohung ist. War das jetzt das Zarenreich oder die Sowjetunion oder das jetzige Russland? Es sind halt Feinde, so traditionelle Feindbilder, die uns eingepflanzt werden und wir müssen das nicht mögen, obwohl wir gar nicht wissen warum, aber die Elite hat das entschieden. So was Ähnliches gibt es jetzt auch auf China, und zwar seit Jahrzehnten eigentlich werden wir jetzt aufgehetzt. Früher waren wir jetzt alle gegen Kommunisten oder der Mainstream, dann sind wir jetzt auf einmal gegen die böse chinesische kapitalistische Regierung, morgen sind wir gegen die BRICS oder sonst was. Aber es gibt auch eine Islamophobie. Es gibt diesen Hass auf die Russen, die Russophobie. Es gibt auch den Hass auf die dritte Welt und vor allem auf den Islam. Und was lustig ist, als es die Kreuzzüge gab, hat man die Eindringlinge vom Westen alle verachtet als Franken. Was viele aber gar nicht wissen, dass bei einem der Kreuzzüge die westlichen Kreuzfahrer unter der Leitung von Venedig Konstantinopel geplündert haben. Also das ist irgendwie lustig, weil eins fingen die Kreuzzüge damit an, dass von Konstantinopel aus, vom Oströmischen Reich, ein Hilferuf an den Westen kam, an Rom, dass sie doch bitte gegen die islamischen Expansionsbestrebungen da helfen sollen. Und nur einige Zeit später waren es eigentlich die westeuropäischen Staaten, die da eigentlich dem Oströmischen Reich den Todesstoß gegeben haben. Und in Osteuropa, in Russland, hat man immer noch ein Ressentiment gegenüber dem Westen wegen diesem Ereignis, weil man fühlt sich als Nachfolger, also der russische Staat fühlt sich als Nachfolger von Byzanz. Und es ist lustig, dass in den arabischen Ländern oder den muslimischen Ländern gibt es jetzt diese Vorstellung der Kreuzfahrer. Und alle Christenheit wird groß zusammengefasst als Franken. Und es gibt diese Vorstellung unter den Islamisten oder den Radikalen, wenn einst Rom gefallen ist, also Rom erobert ist, dann hat man die ganze Christenheit besiegt. Also das heißt, es existieren so vereinfachte Vorstellungen, ja, Christenheit, das ist Katholizismus, das ist Rom, das ist Papst, das ist die ganze Christenheit. Man tut eigentlich nicht berücksichtigen, dass es auch Protestanten gibt oder dass es auch die oströmische Kirche gibt in der Ukraine, die eigentlich orthodox ist, aber auf Seiten der Katholiken und jetzt auch ziemlich die Nationalisten unterstützt.
Es wird nicht darauf hingeguckt, dass es auch die orthodoxen Christen gibt in Osteuropa, die schon seit ewigen Konflikt sind mit dem Westen. Also das ist eigentlich ein bisschen zu detailreich, aber wir sehen die islamische Welt als Terroristen oder als Moslems. Dort sieht man uns als eine große Einheit, was wir gar nicht sind. Und wenn wir jetzt auf den Nahen Osten gucken, da gibt es viele Völker. Und über die Kurden gibt es ein Sprichwort, Kurden haben eigentlich keine Freunde. Also die hatten Pech, weil als nach der Kolonialzeit der Nahe Osten aufgeteilt wurde, war es versehentlich so, dass die Kurden keinen Staat bekommen haben. Die waren zerschnitten in irgendwelchen Gebieten, wo sie immer Minderheiten waren und nie hatten sie einen eigenen Staat. Und das ist schon eine ziemlich verzweifelte Lage für sie. Aber sind da also eigentlich wirklich eine Opferrolle? Und genauso wie halt hier vom Osten, sag mal, vom islamischen Bereich pauschalisiert werden, willst du sagen, also die Christen oder der westliche Bereich, sollen wir uns halt davor hüten, dass wir eben auch pauschalisieren den islamischen Bereich? Wir verallgemeinern. Also wir verallgemeinern zu sehr und wir wissen zu wenig. Ich weiß ein bisschen über den Nahen Osten und was mir aufgefallen ist, wenn ihr euch jetzt Nordafrika anschaut oder die muslimischen Länder in Afrika mit muslimischen Bevölkerungsanteil. Dort gibt es ein Wachstum der Extremisten und es gibt viele Stellvertreterkriege zwischen Staaten oder innerhalb von Staaten und diese Stellvertreterkriege verlaufen auch oft zwischen Eliten im Staat, pro-westlichen und pro-chinesischen. Man darf nicht vergessen, dass in Libyen das Land sehr viel mit den Chinesen kooperierte. Nachdem es aber angegriffen wurde, flohen viele Chinesen und jetzt sind die Ölviertel im Land, also die Regionen mit Öl, sind von amerikanischen Truppen besetzt und es wird kein Öl mehr an China geliefert. Lass ihn mal ganz kurz antworten darauf. Er will gar nicht direkt was sagen dazu. Ja, genau. Also diese Details finde ich super spannend. Also wirklich, wirklich, diese Details sind wichtig und die brauchen wir. Ich wollte allerdings noch mal kurz mal zu ein paar Monate zurückspulen, wie die Montagsdemos, heißen sie eigentlich so? Ich bin übrigens Stefan und die Montagsmahnwache. Nur für mich, die Montagsmahnwache, vielen Dank. Ich rede nur für mich. Mensch mit dem Namen Stefan. Alte Montagsdemos, Themen, Montagsmahnwachen, Entschuldigung, Themen wiederholen. Und zwar, es gibt ja keine Gruppenzugehörigkeit. Ich weiß nicht, ob das könnte man ja mal wieder auspacken, diese ganzen Themen, dass es eigentlich gar keine Gruppenzugehörigkeiten gibt, beziehungsweise wenn, dann unendlich viele. Ihr habt ja, wenn ich mir jetzt dich da rausgreife, ja, Entschuldigung, dass ich dich jetzt nehme, du hast irgendwie 1000 Gruppenzugehörigkeiten. Weißt ich, du bist männlich, du bist so und so alt, du hast die und die Hautfarbe, die und die Nation und weiß ich was alles. Ne? Diese ganzen Eigenschaften sind natürlich irgendwie hervorkrambar. Aber letztendlich ist man doch einfach nur ein Individuum oder hauptsächlich ein Individuum. Man hat natürlich auch wichtige Gruppenzugehörigkeiten vielleicht. Aber der Punkt ist doch, die Abgrenzung zu anderen, da könnte sich das lohnen, ich weiß nicht, den guten alten Watzlawick mal wieder sich anzuhören, der da nämlich so interessanten Sachen geschrieben hat oder vorgeträgt, wie wenn die Lösung das Problem ist. Das ist am Anfang, wenn man das zum ersten Mal hört, das ist ganz schwer jetzt, glaube ich, gerade bei mir. Ich habe ewig gebraucht, diesen Satz zu verstehen. Also, wenn ich jemanden nicht toleriere und dieses Problem und das lösen will, dann ist das Problem. Also das erzeugt das Problem. Nehmen wir mal an, irgendwie, ja, ich will jetzt keine Beispiele bringen, googelt das, sucht das irgendwo, recherchiert es einfach im Internet. Und eine Sache, was wollte ich noch sagen, ich übergebe jetzt erstmal und ich erzähle gleich nochmal was weiter, wenn es mir was einfällt. Sekunde. Ja, danke. Ja, okay, also ich bin Katrin. Ich möchte gerne nochmal dieses Thema also ISIS-Krieg im Irak, was läuft jetzt eigentlich gerade nochmal auf den Punkt bringen? Und vielleicht ist dieses Stichwort, wenn die Lösung das Problem ist, ist, glaube ich, der wichtige Einstieg. Ich meine, ihr habt alles schon gesagt. Ich will es nur nochmal ganz kurz zusammenfassen. Das Problem, was wir momentan gerade haben, ist doch, eben hat hier ein Kurde gesessen, der hat gesagt, warum hilft uns niemand? Ja? Also dieses Volk sitzt da ganz alleine.
wird bedroht von der ISIS, von der wir inzwischen alle wissen, dass sie im Prinzip nur den Drecksjob machen, den die Amis und die Türken nicht machen wollen. Den machen die ISIS und das wissen alle ganz genau. Und natürlich sitzen wir jetzt da und sagen, scheiße, verdammt, diesen Kurden muss geholfen werden. Und jetzt gibt es aber, und das müssen wir uns einfach mal vor Augen führen, ja, was wird uns also, nämlich, die Lösung ist nämlich das Problem, weil es werden uns jetzt Lösungen vorgeschlagen. Und die Lösungen, die vorgeschlagen werden, sind doch zum Beispiel, also man kann sich ja schon fragen, wenn die Kurden jetzt sagen, wir brauchen bitte mehr Waffen, will man denen wirklich Waffen liefern? Totenhöfer sagt dazu, man könnte es versuchen, seiner Meinung nach kommen die aber gar nicht bei den Kurden an, sondern landen bei der IS, die nämlich viel mehr Geld haben und die sowieso alle Zufahrtswege kontrollieren. Also das ist schon unheimlich schwierig. Die nächste Geschichte ist, dass diese Forderung von den Kurden ja gar nicht aufgegriffen wird, sondern dass jetzt linke Spitzenpolitiker mit einmal dafür plädieren, dass unsere Armeen, unsere NATO-Armeen in Kobane einmarschieren, um den Kurden zu helfen. Das muss man sich mal vorstellen. Was bedeutet das eigentlich? Ja? Das heißt, die notleidenden Kurden, die wirklich massiv bedroht sind, werden eigentlich als Vorwand benutzt, um menschlich zu legitimieren, was wir ja immer gerne machen. Wenn wir irgendwo einmarschieren, dann müssen wir das ja immer aus humanistischen Gründen tun. Und hier hat man jetzt einen scheinbar humanistischen Grund, um mit einmal im Krieg im Nahen Osten mitzumachen. Also Deutschland, die immer eigentlich gesagt haben, im Irak machen wir nicht mit, da machen wir nicht mit, nur vielleicht ein bisschen Waffen liefern, aber nicht selber reingehen. Jetzt gibt es linke Spitzenpolitiker, die dafür plädieren, dass unsere Armee nach Syrien reingeht. Das Schlimme ist, was mir wirklich, also was mich wirklich entsetzt und mich auch wahnsinnig traurig macht, ist, dass sozusagen diese Lösungen, die angeboten werden, natürlich, wie gesagt wird, A, überhaupt nicht im Sinne der Kurden sind und B, sozusagen ein Eintritt in den Nahostkrieg bevorsteht oder herbeigeredet wird, an dem dann unser Land auch noch aktiv mitmacht, also unsere Armee aktiv mitmacht. Ja, also da zitter ich schon wieder vor lauter Entsetzen. Und wo jetzt die Frage ist, was können wir machen, wofür können wir eintreten? Sollen wir wirklich dafür eintreten, dass unsere Truppen jetzt den Kurden helfen? Das kann es nicht sein. Also, genau. Und alle Kriege beenden. Und da gibt es für mich nur eine Angriffsfläche. Also es bildet sich ja jetzt auch eine bundesweite Kooperative für den Frieden, die genau überlegt, was werden die zukünftigen Forderungen einer Friedensbewegung sein. Und wir kommen einfach nicht umhin, und das sagen alle, die über den Nahen Osten reden, Totenhöfer natürlich, aber auch andere sagen, wenn wir nicht den Hauptbrandstifter im Nahen Osten anklagen mit allem, was wir können, dann hat Frieden im Nahen Osten keine Chance. Und das ist das Pentagon. Das ist die US-Regierung und niemand sonst. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, was mir eigentlich eingefallen ist zum Thema NATO. Deswegen habe ich mich eigentlich überhaupt hier hingesetzt. Ich wollte eigentlich nur kurz wenige Sätze sagen zum Thema NATO. Und zwar, es gibt einen ganz, ganz, ganz hervorragenden, ja, eine Vorlesung ist das, von einem Professor Ganser heißt der. Der hatte in einer Schweizer Uni hat er einen Vortrag gehalten über das Thema. Und jetzt bitte die Ohren spitzen, wen das interessiert, weil ich weiß nicht, wie lange das bei einem großen Videoportal im Internet verfügbar ist. Und bei zwar, YouTube, sag doch ruhig. Ah, ja, klar. Naja, dieses blöde Googlen und so, ich finde diese Begriffe so ein bisschen doof. Jedenfalls, das heißt NATO und ihre oder so und die Geheimarmeen. Und der Gladio heißen die Geheimarmeen. Ja. Der NATO, oder die Geheimarmeen, die er auch anspricht, Gladio. Ja, ja genau. Und, er spricht da diesen Komplex an und macht da ganz viele Verknüpfungspunkte zu ganz vielen Themen. Dieser Bericht ist so genial. Zieht euch den am besten richtig runter, wenn ihr irgendwie könnt, weil ich bezweifle, dass der noch sehr lange erhältlich ist in dieser Qualität und diesem Umfang. Das wollte ich nur kurz sagen. Professor Ganser, Schweizer, NATO und die Geheimarmeen. Und der andere Link war Watzlawick, hier heißt der Typ mit dem, wenn die Lösung das Problem ist. Das lohnt sich auch wirklich, das anzugucken. Genau, das ist auch vor allem für die Schaffung des inneren Friedens ganz gut und für
für die Schaffung friedlicher Kommunikation. Damit geht es ja bei uns auch los. Daniel Ganser, genau, ganz wichtiger Mann, der bleibt doch hier. Ich wollte eigentlich auch nur, was ich noch hinzufügen wollte, weil ihr wisst ja auch, ich habe ja auch schon mal über dieses Thema gesprochen, der deutsche Traum vom guten Krieg und diese unheimliche Scheu, wirklich auch die USA anzuklagen, weil es in unserer Gesellschaft ja sofort dieses, also wir haben ja so Killerworte, ne? Das ist rechts, Antisemit, und also mit dem jeder Protest tot gemacht wird oder niedergehalten wird. Und natürlich ein ganz großes Killerwort für den Frieden ist, oder K.O.-Wort, ist Anti-Amerikanismus. Und natürlich wird dann immer gesagt, ja, jetzt stellen sich die Montagsmahnwachen alle hin und das sind jetzt alles Anti-Amerikanisten. Natürlich haben wir nichts gegen Bob Dylan oder R.E.M. oder gegen Rock'n'Roll oder Jazz oder so. Natürlich haben wir nichts. Wir haben auch nichts gegen Kennedy. Wir haben auch nichts gegen eine große amerikanische Friedensbewegung, die John Weiss hervorgebracht hat zum Beispiel. Haben wir überhaupt nichts dagegen. Und deswegen habe ich überlegt, vielleicht können wir das einfach mal klarstellen und uns Anti-Pentagonisten nennen, weil das trifft es vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt. Also ich bin bekennender Anti-Pentagonist. Ja, so. Ich wollte eigentlich jetzt jedem noch mal ein Schlusswort geben, weil wir den nächsten Programmpunkt haben. Einsatz für Lösung, ja klar. Er hatte vorher noch was zu sagen, direkt da drauf, auf das, was Katrin gesagt hat. Ja. Bei diesem antipentagonistischen, da ist etwas, es wird so oft gebracht, das war mit der Bush-Ära, gab es ja diesen Widerwillen, wir mögen die Amerikaner nicht. Und dann irgendwie, wir waren doch immer so für die, und dann gab es diese Ausrede, ja, wir sind nicht gegen die Amerikaner, ja, wir sind einfach nur gegen George Bush. Es reicht nicht, man muss noch was Vertiefendes dazu sagen. Und zwar, es gibt im Land USA, gibt es Strukturen und Gruppen und Clans und eine bestimmte Schicht von Menschen, die einfach so denken, und von ihnen, die auch viel Macht haben, ist einfach so ein Mensch wie George Bush oder sein Vater oder jetzt Obama, ist es nur eine Figur, die dahingestellt wird für Interessen. Und deshalb, sind wir völlig bei dir. Und deshalb einfach zu sagen, wir sind nicht gegen die Amerikaner, wir sind einfach nur gegen deren Präsidenten. Wir müssen auch sagen, wir haben auch hier Strukturen, die Amerikaner stützen. Und wir haben auch hier eine Kultur. Und es gibt auch die deutschen Transatlantiker, die eigentlich immer alles, was die Amerikaner bringen, immer für das Beste und Tollste propagieren. Und wir müssen auch bei uns anfangen, denn im Grunde genommen, die Probleme, die uns unsere jetzige Politik bringt, es hat auch etwas mit unserer Kultur zu tun, mit unserer individualistischen Konsumkultur, die auch sehr ressourcenhungrig ist. Wir fordern ja von unserer Industrie, dass sie uns so viele kurzlebige Spaßprodukte liefern, weil wir einfach im Konsum unseren Lebenssinn sehen. Und das ist ja auch bei den Leuten, die jetzt gegen den Westen sind, und auch bei den Extremisten wird ja der gottlose, materialistische Westen ja auch deshalb verachtet, weil wir für materielle Sachen, für Spaß praktisch unsere Stimme, unsere Seele und auch alles verkaufen, uns entmündigen lassen, nur dafür, dass wir konsumieren dürfen und ein sorgloses Leben haben wollen. Dafür verschließen wir allzu gerne und auch allzu lange und in der Masse der Bevölkerung auch allzu viele die Augen von dem, was unser Lebensstil eigentlich kostet. Wenn nämlich alle Menschen auf dieser Welt versuchen würden, so zu leben wie wir, da wäre die Welt ziemlich schnell kaputt. Denn wir leben in einer Kultur, in der Kaufen und Wegschmeißen, in der Konsumieren, in der Individualismus, hoher Ressourcenkonsum, in dem das einfach so als das Ideal ist und alle streben dazu. Wenn wir hier streben würden,
die Welt zu verbessern oder eine gerechte Gesellschaft zu haben oder uns solidarisieren würden mit den armen Menschen in Nahost oder Afrika, dann würden wir mehr bewirken, als wenn wir nur dann protestieren, wenn wir halt unseren Kopf da in Gefahr sehen, weil es könnten ja Atombomben fallen. Es ist ein bisschen Falschheit dabei, wenn wir für Russland sein sollen, jetzt auf einmal nur, weil wir potenziell Atombomben fürchten, ja, weil amerikanische Bomben stehen hier, amerikanische und NATO-Truppen sind auch hier, also im Fall eines Krieges werden wir angegriffen, das war im Kalten Krieg auch zum Teil eine Doktrin, dass sie hier, wenn es Krieg gibt, das in Europa austragen. Und dann war das bei der letzten großen Friedensbewegung so die große Angst, sie haben Angst, dass wir hier alle zerstört werden. Wir müssen uns nicht nur um uns fürchten, wir müssen uns um die Welt, um die Kinder, um die ganze Welt fürchten, und weil sonst Angst, können wir die nicht für uns gewinnen. Und die Angst, die uns dann eben steuern soll. Also das denke ich mal, das was, also ich fasse das mal als Quintessenz zusammen. Dieser Kapitalismus, diese Konsumkultur, die uns auch wieder aufoptriert wurde von den ganzen Leuten. Und um das mal die Brücke zu schlagen zwischen euch beiden hier, nicht gegen den Amerikaner, der Mensch an sich, ich liebe jeden Menschen und Amerikaner in Amerika gibt es sicherlich total nette Menschen, können wir uns auf allen Dingen auf die amerikanische Politik, die momentan gefahren wird. Und natürlich hast du total recht, also natürlich müssen wir auch unsere Regierung dazu ermutigen, beziehungsweise von unserer Regierung, also ich spreche jetzt darüber, was stellen wir für Förderung auf eine auf Friedensdemonstration, ja, das andere ist unsere eigene Lebensweise, also eins ist die eigene Lebensweise, wo wir hier schon viel drüber gesprochen haben, wo wir versuchen auch selbst friedlich zu leben und das andere ist, was sind eigentlich die Botschaften unserer Aktionen und natürlich müssen wir auch an unsere Regierung rangehen und sie bitten, selbstständig zu werden und auch selbst eigene Aggressionen zurückzustecken. Weil wir wissen ja auch gar nicht, was die überhaupt vorhaben. Also es gibt auch Gerüchte über eine europäische Armee. Also wir wissen nicht, ob alles wirklich nur aus Amerika kommt. Ich denke nur momentan im Nahen Osten muss man einfach den Brandstifter beim Namen nennen. Ganz wichtig. Und darüber nicht vergessen, dass es noch andere Problemherde gibt, dass Palästina, Israel weiter da unten da knallt halt. Und es ist halt immer wieder genau. Ablenkung von genau. einem zum nächsten Punkt. Und wie du so schön gesagt hast, immer wieder daran erinnern, dass es eigentlich friedliche Wege gibt, ja. Also immer wieder auch an friedliche Wege, an politische Lösungen appellieren. So, also was wir auch versuchen, auf Friedensdemonstrationen zu machen, dass wir auch immer wieder vorlesen, was könnten Konfliktlösungen sein. Also lest euch Totenhöfer durch. Der macht genau das, was du gefordert hast. Also einfach mal ein Bild zu erstellen, wie könnte ein Friedensprozess im Irak aussehen. Da gibt es durchaus tolle Ideen und tolle Vorschläge. Finde ich ein schönes Wort von dir. Danke, Karin. Ich würde gerne die Diskussionsrunde an dem Punkt, weil wir können sicherlich die ganze Nacht noch diskutieren darüber weiter. Soweit ihr beide mit dem Konsens jetzt hier leben könnt, einfach die Diskussionsrunde damit mal beenden. Wir bauen ein kleines bisschen um und dann würde ich gerne eine Runde Wünsch dir was spielen, weil ich finde, das ist wichtig in der heutigen Zeit.